zehn, man sagt Gebote, ich sage Wegweise, damit man einander vorbeikommt ohne Krieg und Streit. Zehn Gebote, also Wegweise, die muss ich einfach mal da hineinbringen. Und jetzt kommt etwas für Satz. Das Hauptgebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte, mit all deinen Kräften. Das ist das erste Gebot. Das zweite ist diesem gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Aber ich habe irgendwo gehört, ich glaube, Buch der Wahrheit, wie es hieß, dass, wie heißt es, dass es Sünde ist, sich selbst zu lieben. Ja, aber heißt es denn nicht, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst? Das ist auch mit Schwangerschaftsabbruch. Das ist ja heute gang und gäbe. Aber es ist Mord. Sobald im Schoße der Mutter das Organ Herz schlägt, gibt Gott Vater in einer väterlichen Liebe, wie wir gar nicht verstehen hier auf Erden, macht er die Seele. Sein Hauch, die Seele, er überbringt es einem Engel. Und dann geht es die Seele da hinein. Die Seele ist aber das Kind Gottes. Er hat es gemacht, dass es ein Mensch ist. Wir geben auch wie nur den Leib und Charakter, weiß ich was. Aber die Seele, dass du Mensch bist, das ist, ich sag so, das Kind kommt von Gott durch die Eltern auf die Erde. Und voll Liebe wartet der himmlische Vater, das hat er alles angeschaut. Da kommt für das Kind eine schwere Zeit, damit sie das hat. Da kommt jemand, der dann ihm hilft. Und da vielleicht einmal Krankenhaus, damit er wieder Zeit hat, einmal an Gott zu denken. So, das ist alles mit unfassbarer Liebe gemacht. Da geht es ja weiter und dann speckt die Seele. Denn der Leib haben sie getötet, aber die Seele nicht, können sie nicht. Die speckt Gott ins Gesicht. Beharrt den Schmarrn, wir wollen uns reden. Und das geschieht in einem Wort, du Schur. Seht ihr, wie urgewaltig groß Gott ist, seine Geduld und seine noch. Dieses Kind, wenn du nicht zum Priester gehst und sagst, dass Gott durch dich meine Sünden vergibt, dann kannst du sogar, vielleicht hilft der Priester dabei, du kannst es auch selber taufen, immer noch taufen. Wenn du das tust, dann hast du eine Hilfe, das Kind hilft dir von oben. Sofort. Wenn du das nicht tust, dann musst du rechnen, wenn du dann vor Gott erscheinst, hast du jemand, der dich, wie sagt man, wie? Anklagt. Entweder hast du jemanden, der dich anklagt, oder du hast jemanden, der dir im Leben schon hilft, ist nicht ein Engel, aber tatsächlich engelhaft helfen kann.